Sehr geehrte Leserin und sehr geehrter Leser, ich bin Ihre Apothekerin und Autorin Angela Fetzner und möchte Ihnen heute mein Buch Die Rauhnächte, die Zeit zwischen den Jahren und Welten vorstellen. Wir lesen aus dem Kapitel Die Nacht der Wunder. Die Jahresnacht kann durchaus als eine Zeit voller Magie und Wunder beschrieben werden. Sie wahrzunehmen erfordert allerdings, sich nicht in die bequeme Komfortzone zurückzuziehen. Die dunkle Jahreszeit wird gerne in den eigenen vier Wänden verbracht. Drinnen wird das Licht eingeschaltet, um die Dunkelheit zu vertreiben, und Radio oder Fernseher übertönen die Stille. Möchten Sie die Magie der Dunkelheit spüren und die Stimme der Stille wahrnehmen, ist es auch notwendig, sich darauf einzulassen. In allen Kulturen geben die Rauhnächte nicht nur Grund zu Furcht und Respekt vor den Wesenheiten der Anderswelt und dem Wirken der Nornen. Vielmehr wusste man auch, dass sich im Verborgenen etwas tut, das Schicksal gesponnen wird, dies genau jetzt die Zukunft entsteht. Dies konnte durchaus als Chance betrachtet werden, selbst zu dem Wirken in der Dunkelheit beizutragen, die Weichen für den neuen Jahrestag zu stellen, der Dunkelheit Samenkörner zu übergeben, auf das sie im neuen Jahr keimen, wachsen und Früchte tragen mögen. Das bedeutet zugleich, dass die Rauhnächte nicht nur an sich voller spürbarer Magie und Wunder sind, sondern dass sie auch ausgezeichnet dazu geeignet sind, solche selbst zu bewirken. Dass die Tore zur Anderswelt offen stehen, erleichtert die Interaktion mit dem Feinstofflichen. Denn das Feinstoffliche ist der Wirkungskreis der Magie. Gleichermaßen wird klar, dass nicht strikt zwischen dunkler und heller oder schwarzer und weißer Magie unterschieden werden kann. Magie an sich ist neutral. Sie arbeitet mit Energien und wirkt auf energetischer Ebene, um sich in der materiellen Welt zu manifestieren. Die Absicht und Intention hinter magischen Wirken mögen sich unterscheiden, was Magie aber nicht gut oder böse macht. Voll- und Neumondrituale sind in den Rauhnächten besonders kraftvoll. Die einen widmen sich der lichten, die anderen der dunklen Monderscheinung sowie der jeweils wirkenden Schwingungen, die sich natürlich unterscheiden. Der Dunkel- oder Schwarzmond ist jene Phase, die sich bestens dazu eignet, etwas aufzulösen oder einen Samen zum Keimen zu bringen. Der Mond repräsentiert die Fruchtbarkeit der Göttin in den Rauhnächten. Der Vollmond ist die Phase der Fülle. Es wird das volle Licht der Sonne gespiegelt. Er ist aber auch ein Moment der Umkehr, denn er kündigt die abnehmende Phase an. Dazwischen zeigt der Mond sich in vielen Facetten. Ebenso facettenreich ist das magische Wirken an sich. Da Götter, Geister und Dämonen der Anderswelt in den Rauhnächten Zugang zum Diesseits der irdisch-materiellen Welt haben, ist es einfacher, sie für das eigene Wirken um Unterstützung zu bitten. Sagen und Mythen künden davon, dass in den Rauhnächten zahlreiche Wesen wie Zwerge, Wichtel, Feen und Gnome umherstreifen und die Hexen auf ihren Besen durch die Lüfte fliegen. Hier sieht man im Buch auch den Neumond in den Rauhnächten, der auch Schwarzmond genannt wird. Das beschreibt nicht anderes als die Öffnung der Anderswelt ins Diesseits anders einerseits und das magische Wirken andererseits. Fliegende Hexen praktizieren dies auf ihren Astralebenen oder das sich Begeben auf die Ebene der luftigen Geister und Wesenheiten der feinstofflichen Welten. So ist es möglich, mit den jenseitigen Wesen zu kommunizieren und zu interagieren, Zauber zu wirken und zu orakeln. Das Wirken eines Zaubers entspricht der Vorstellung von den Nornen, die die Schicksalsfäden spinnen und verweben. Die Gelegenheit des erwähnten Stellens von Weichen, um Einfluss auf die Zukunft zu nehmen, findet sich symbolisch in Wegkreuzungen wieder.
Von diesen heißt es, hier seien in den Rauhnächten die zukunftsweisenden Zeichen der Natur und auch aus der Anderswelt besonders deutlich. Allerdings ist es Aufgabe des Menschen, sie richtig zu deuten. Als zukunftsweisend gelten auch Träume. Sie sind der Kontakt zum Unterbewusstsein, dem Unbewussten, welches im Gegensatz zum diesseitsorientierten Bewusstsein Zugang zu feinstofflichen Ebenen hat. Da die Schleier zur Anderswelt in den Rauhnächten dünner sind, erhält das Unterbewusstsein im Traum auch mehr oder deutlichere Eindrücke, die zukunftsweisend sein können oder Aufschluss über Dinge geben, die sie bewegen. Dies war ein Kapitel aus meinem neuen Buch Die Rauhnächte. Vielen Dank, liebe Leserinnen und lieber Leserinnen, für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.